der Wand stecke. Ich will mehr Quests. Ich will mehr Quests. Was wollte ich, soll ich jetzt in Hauptstadt? Geh ich in der Hauptstadt? Sonst? Nix. Geh ich in der Hauptstadt? Aus anderen Ländern zu meinen Videos und so. Und ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten beim Übersetzen, aber die haben Mut und die haben Fleiß. Die schreiben was. Und auch ein bisschen mehr Mumm, damit sie nicht immer per Pen schreiben. Die schreiben fast nie per Pen. Als ich hier zum Beispiel ein Spanier oder eine Spanierin über das Let's Play von Die Sims so gefreut. Oder eine andere hat sich gefreut, dass ich die Wogen genommen habe in World of Warcraft letztes Jahr. Da hat sie gefragt, ob ich nur wieder weiter die Wogen spiele. Habe ich gesagt, leider nicht, weil ich kein Abo habe und nur die Testversion gespielt habe, aber ich mache andere Spiele und dann hat sie sich gefreut und hat ein bisschen umgeschaut. Ist richtig nice. Leider ist Spanien halt nicht meine. Also Spanisch nicht so meine Dings. Sie hat ein paar Sachen. Spanisch, also. Weiß nicht, welches es waren. Es waren ja zwei. Zwei und ja. Dann hat sie halt auf Englisch halt geschrieben, weil sie ja natürlich nicht Deutsch konnte. Aber ist gut. Sehr gut, freut mich sehr. Was mich da weniger freut, sind diese Deutsche, also ein paar Deutsche, die meinen, sie könnten bei mir auf dem Kanal oder in den Videos Werbung machen. Solche Sachen werden sofort gelöscht und als Spam gemeldet. Und ich sage jetzt nur eins: Solche Sachen werden bestraft von YouTube. Also es kann sein, dass euer Kanal sofort gelöscht wird. Und das will ich für euch nicht gerne haben. Ich weiß, ihr habt einfach einen guten Kopf und so. Lasst diese Werbung aus, es bringt sowieso nichts. Sogar bei Gronkh oder Ungespielt oder solche Sachen. Diese Sachen bringen gar nichts, weil die Leute das gar nicht mehr sehen, weil so für das Spam also gemacht wird. So für das Spam ausgezeichnet. Und lasst es einfach euer Kanal. Kann auch so wachsen. Es geht halt einige Zeit. Ich habe auch lange gewartet, bis ich endlich 171 Abonnenten hatte. Und das ist ja noch wenig. Also ich wünschte mir auch 1 Million Abonnenten, aber es geht halt nicht. Die Spieler müssen zuerst, also die Zuschauer müssen zuerst aufmerksam auf euch warten. Ihr müsst genug gut sein und solche Sachen. Und ja, leider wird es immer wieder auf die Sprache und solche Sachen geachtet. Aber schaut mal, es kann nicht jeder fließend Deutsch sprechen. Ich kann auch nicht fließend Deutsch sprechen. Ich höre immer wieder so kleine Dinge. Aber das ist doch nicht schlimm. Ihr hört es ja trotzdem. Und so, darum finde ich es auch extrem gemein, dass man immer runtergemacht wird und solche Sachen. Als ob so etwas so wichtig wäre in einem Let's Play. Ein Let's Play ist zum Zeigen da und nicht zum Moderieren. Ja, ist doch super, wenn er jemand noch dazu moderiert. Ihr könnt es ja auch den Ton abschalten oder solche Sachen, wenn es euch nervt. Also wieso müsst ihr dann so blöd machen? Also diejenigen, die es jetzt anspricht. Ich will jetzt nicht schon wieder sagen, alle. Ich sag auch nie alle. Ich meine die, die es betrifft. Und die, die meinen, es betrifft euch. Denen kann ich nur sagen, selbst schuld. Ihr müsst es ja nicht annehmen. Ich rede an ihr, also an die Allgemeinheit, an denen, die es betrifft, nicht an euch selbst. Also, wenn es euch nicht gefällt, dann achtet nicht drauf. Tja. Ich hab einen Ring. Ich hab einen Ring um meine Eier.
Das tut auch weh, aber ja. Bam, bam, bam. Ich gehe jetzt mal unten durch. Ich will schauen, ob es Magneten gibt. Kann ich noch ein bisschen länger aufnehmen, bevor ich wieder leveln muss. Und ihr habt noch ein bisschen länger Video. Irgendwie ist alles was ausgestorben. Was ist los? Niemand mehr am Verteidigen. Tja. Jetzt werden wir natürlich wieder überrannt. Wie immer. Aber das müssen immer beide Völker auf uns gehen. Es müssen immer beide auf uns sein. Und immer mit Ebenmacht. Ihr seid so Pussys. So elender Pussys. Es ist wieder Pussy-Team. Bei den anderen. Okay, merkt man halt nicht. Gut, dass ihr es seid. So. Ich bin immer der die anderen Völker mobbt und trollt. Heute Morgen war wieder gut. Da kamen zwei Jäger Richtung Krater. Und ich zog mich wieder aus und stellte mich hin in die Trolle rein, die sie hatten als Pet. Und dann konnten die mich nicht angreifen. Aber sie sahen mich. Das war das Geil. Hatten die sich genervt. Ich musste die ganze Zeit die Trolle wieder weglocken von mir. Und das ging irgendwie nicht. Also heute ist wieder echt schlimm. Und in Form schreiben sie, aber ihr habt ja gleich viel Chancen und so. Ihr hört doch nur rum und so. Ja, schiedisch. Hey, ich hab den Beweis als Video. Ihr seid einfach nur schlecht. Das ist es. Ihr wollt euch gut machen. Aber müsst natürlich die anderen immer nerven. Ihr seid ja so gut. Die verteidigen ja immer alles. Ihr könnt ja alleine alles verteidigen. Gut, wenigstens ist Ackerbocks vor dir. Hätte Magma schlimm, alles Icken. Überall war Icken. Konnte nicht leben. Überall waren Icken. Was wollt ihr am Morgen machen? Zum 50. Was wollt ihr gegen uns anrichten? Ihr könnt ja nichts gegen uns machen, weil ihr gar keine Gegner habt. Ihr habt keine Eisen, was will ich. Wow, ich könnte mich töten als Level 35. Als Level 35er könnt ihr mich natürlich niemals besiegen. Müsst zu 50-fach auf mich zuprügeln. Ihr seid so scheiße. So, genug genervt. So eine. Sagt bei mir bei Skype und Steam immer, ich sollte zu den Icken wechseln. Ich würde niemals zu den Icken wechseln. Das sind ja die ganz pussyhaftesten. Da
Dann würde ich ja gar keinen Spaß mehr haben. Und da würden ja die anderen alles mir wegnehmen. Ich bleibe bei Alsius. Sorry, aber ich bleibe bei Alsius. Ey, es kostet nur 9 Euro, um zu mir zu gelangen. Zum Alsenreich. Also bitte, holt doch die 9 Euro und kommt zu mir. Wieso muss ich zu euch kommen? Ich kann sagen, ich habe momentan null Geld. Ich habe die Kreditkarte noch nicht und anders will ich es auch nicht bezahlen. Kannst zwar, aber ich will es nicht. Will nicht schon wieder eine Paysafe-Card kaufen. Das ist für einen unter 18-Jährigen, ja. Doch nicht für mich. Da muss ich nur 75 Euro ausgeben, weil es unter denen nichts gibt. Nein, danke schon. Ich kann weder in Path of Exile ausgeben, noch in einem anderen Spiel ausgeben. Für neue habe ich nun gar keinen Bock. Und in Regnum will ich auch irgendwie fast nichts ausgeben. Also sorry, aber ich wechsle nichts in Regnum. Wie ich das auch in meinem Video gesagt habe. Ja, und jetzt? Was? Schöne Stiljahre. Außerdem nervt mich etwas. Ich habe einen Film geschaut, der heißt Tekken. Also der Film zum Videospiel Tekken. Ich bin ein riesen Tekken-Fan. Leider gibt es natürlich nur auf den Konsolen, da kann ich das momentan nicht spielen. Ich kaufe mir bald eine Konsole. Aber trotzdem, die machen den Film so fertig. Wieso machen die den Film so fertig? Nur weil er andere Story hat. Okay, Jin ist zum Beispiel ein sehr netter Mensch dort. Ja, aber wenn es gar keine nette in Tekken gibt, wie kann dann ein Film entstehen? Also bitte. Und dann sagen sie, der Film hat nur Action-Szenen und so. Klar, der nur Action-Szenen. Wie kann ein Beat'n'up auch eine richtige Story als Film haben? Wie? Also, ich glaube, es gibt nur noch dumme Menschen, die so kritisieren. Die guten Menschen müssen gar nicht kritisieren. Ah, jetzt weiß ich, wieso ich den nicht finde. Das ist ja der Magnet-Quest hat. Die da. So. Oh, immer diese Scheiß-Quest. Ich habe über 1 Million, ich bin Millionär! Leider nur im Spiel. Da bringt es wirklich gar nichts mehr. Aber trotzdem. Ich freue mich. Heute kann ich mich wirklich freuen. Viele Sachen. Aber es gab auch harte Sachen heute. Aber trotzdem. Du hast die Quest beendet. Endlich. So. Das nächste Mal muss ich wahrscheinlich Level 37 sein, damit wir wieder Quests haben. Ja, dann gibt es Livestream. Da level ich ein bisschen und mache Reisquests und kann mit euch ein paar Sachen machen können. Zum Beispiel Reisschlachten machen oder solche Sachen. Ich werde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ihr werdet immer erfahren auf meinem Kanal, wann Livestream ist und wann nicht. Und ihr könnt einfach über den Link dann zum Livestream kommen. Und wenn ihr mal was verpasst, dann könnt ihr natürlich auch die Videos danach schauen. Ich verlinke sie dann auf YouTube. Also ich halte sie dann auch bei YouTube hoch und ja. Okay. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen mehr für mich macht. Ich mache danach für euch viel. Und bei mir könnt ihr sicher sein, bei mir habt ihr es gut. Werde das auch besser haben, wenn es mal läuft. Jo, ich danke mir fürs Schauen. Bitte gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es mögt. Und ja, kommentiert schön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.